Ja, moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Neandertaler Whisky Blog und ein freundliches Ahoi. Ja, eigentlich ist Ahoi immer mein Spruch, wenn ein Bunner auf dem Fass steht. Wegen Steuermann, Maritim und so. Aber ich finde, Ahoi passt zum Old Poultenay auch ganz gut. Ja, wir haben heute den Old Poultenay 15 Jahre auf dem Fass. Kommen wir mal zu den Standard-Eckdaten, die ein bisschen unkompliziert sind. Zum unkomplizierten Teil. Er reifte aus einer Mischung aus Ex-Bourbon und Sherryfässern. Er ist ohne Kältefiltration und ohne Farbstoff, also natürlich sehr, sehr gut. Er hat 46%. Und jetzt kommen wir zum etwas komplizierteren Teil. Es ist mein erster Whisky heute. Klingt gerade nicht so, aber es ist doch mein erster. Es gibt sozusagen zwei Abfüllungen von dem 15er. Es gibt einmal den ich jetzt hier auf dem Fass habe, mit dieser Farbe. Und es gibt noch eine Version, die wesentlich dunkler nochmal ist. Und ja, wie gesagt, ungefähr, ne? Da ist die Frage, wo kommt die Farbe her? Ich habe auch ein Video zu der dunkleren Version gesehen und in dem Video hieß es, der riecht und schmeckt viel heller, als er aussieht. Jetzt ist er aber ungefähr so, dann fragst du dich, wo kommt die Farbe her und wenn die so krass ist, warum hat die sich nicht ausgewirkt, geruchlich und geschmacklich auf den Whisky? Und dann ist das Ganze preislich auch noch ein Unterschied, ne? Also der hier ist, jetzt lasst mich nicht lügen, ich würde mal sagen, zwischen 65 und 75 € um den Dreh zu bekommen. Und die dunklere Version ist so 75 bis 85 € teuer. Und es scheint so, jetzt kleiner Spoiler, bevor ich hier den jetzt verkoste, aber ich erkläre es ja auch nicht im Detail vorab, aber es scheint so, als würden die sich jetzt im Aroma und im Geschmack jetzt auch gar nicht so unterscheiden, weil der Dunkle riecht und schmeckt ja anscheinend. Also ich habe ihn noch nicht gehabt, aber ich habe mir sagen lassen, er riecht und schmeckt viel heller, als er ist. Also diese Sherry-Bombe, wonach er eigentlich aussieht, ist er nicht. Aber naja, ein bisschen complicated. Nichtsdestotrotz möchte ich euch das Ding gerne vorstellen, weil, ja, die Flasche ist doch gar nicht so alt. Aber ihr seht, ich musste das Video jetzt irgendwann mal drehen, weil sonst ist von dem Teil nicht mehr über, viel über. So viel sei verraten, ich finde ihn ganz gut. ja, und jetzt wird auch Nase reingehalten und verkostet. Ja, und wer meinen Kanal kennt, weiß, es gibt so ein paar Sachen, die ganz gut in mein Beuteschema passen, die ich hart abfeier. Und dazu gehören maritime Whiskys und das ist der. Also wenn man da die Nase reinhält, der hat eine gute Brise Meeresluft inne, in der Nase. Also der riecht schon ziemlich salzig maritim. Gleichzeitig eine ziemlich starke Karamellsüße, was in Kombination so ein bisschen dann schon wieder an Salzkaramell erinnert, was eigentlich voll geil ist. Eine leichte Würze, aber auch noch eine sehr starke Frucht. Und ja, sicherlich ist da auch ein bisschen Apfel bei. Aber ich finde, und da entdeckt man dann die Sherryfässer, der hat richtig viel Pfirsich. Und ich habe noch, bevor ich das Video gedreht habe, mir nochmal ein paar Eckdaten zu dem angeguckt und habe dann auch eine Notes-Beschreibung gesehen. Das taucht in die Pfirsiche so gar nicht auf. Und das hat mich so krass gewundert, weil, also seit ich die Flasche geöffnet habe bis jetzt, und die ist ja schon fast leer, ich habe immer richtig krass Pfirsiche in der Nase. Ja, tatsächlich so ein bisschen Apfel dann auch, so auch helle Früchte, aber so es überwiegt einfach der Pfirsich. Also der ist richtig, richtig saftiger, geiler Pfirsich so.
Und man muss sagen, also müsste ich jetzt ein Bild dazu malen, denn dann würde ich jetzt ein Pfirsich essen am Meer. So, ne? Und ja, wer meine Videos kennt, so Pfirsich ist so ein Sherry-Aroma, was ich auch ziemlich hart abfeiere, was ich sehr, sehr gerne im Whisky mag. Ja, und in dieser Kombination mit der Süße und mit dieser maritimen Note, also die Nase ist schon mal 1 plus. Ja, ich würde sagen, probieren wir. Und 46% stehen dem auch ganz gut, ne? Ja, im Geschmack. Es beginnt mit einem Wechselspiel aus maritim und süß. Also auch da wieder so Salzkaramell, ne? Also das ist wirklich, also ein bisschen als ob man so ein Tennisspiel verfolgt zwischen Salzigkeit und Süße. Also die ganze Zeit so. Ne? So, der Schlagabtausch. Und dann setzt auf einmal diese Mega-Fruchtigkeit ein. Auch da vielleicht so ein bisschen Apfel. Aber richtig krass Pfirsich. Richtig krass Pfirsich. Und der hat auch so ein ganz bisschen Würze. Also im Abgang auf jeden Fall auch die maritime und süße Note. Aber so ein bisschen Würze geht auch mit in den Abgang über. Und jetzt so einen ganz kurzen, leichten Schärfemoment. Also es könnte auch im Prinzip ein Talisker ohne Rauch sein. Ne? Also der hat hier natürlich null Rauchigkeit. Aber ansonsten erinnert der gefühlt sehr auch an die Aromen, die Talisker so mitbringen. Ne? Also viel Süße. Maritime Noten und halt so ein ganz, ganz kurzer Chili-Moment vielleicht. Allerdings habe ich wenig Talisker im Glas gehabt, die so fruchtig waren. Ne? Also da hat er wieder so sozusagen sein Alleinstellungsmerkmal, aber ja, geiles Ding. Also müssen wir noch mal einmal probieren. Also jetzt war es so, dass die Süße ein bisschen dominiert hat am Anfang. Und diesmal war es jetzt nicht so ein Schlagabtausch, sondern die maritime Note war so leicht im Hintergrund. Aber auch da, nachdem die Süße ein bisschen nachlässt, kommt auf einmal ein Schub von der Fruchtigkeit. Auch hier wieder im Abgang so ein bisschen Würze. Ganz, ganz leichte Schärfe. Also, ja, Fazit. Ich würde ihn gerne mal probieren gegen die dunkle Version und einen Vergleich anstellen. Diese helle, die dann ja auch nochmal ungefähr ein Zehner günstiger ist, absolut zu empfehlen. Also, wenn ihr den unter 70 kriegt, auch meinetwegen für 75 noch oder so, ne? Absolute Empfehlung. Geiler Whisky. Und ich muss echt sagen, ich glaube, das Jahr ist ja jetzt noch jung, aber der wird auf jeden Fall im Jahresranking, glaube ich, sehr weit oben landen. Ach, der gefällt mir. Der gefällt mir. Also der Preis ist doch völlig okay. 15 Jahre ohne Farbstoff, ne, ohne Kältefiltration, komplett natürlich. Maritime Note, süße Note, richtig viel Pfirsich. Ja, macht Spaß.
Macht richtig Spaß. Also Ult Pultinae sowieso sehr zu empfehlen. Ich hatte jetzt insgesamt so 4 oder 5 im Glas. Ich habe damals mit dem Server gestartet, zudem habe ich auch schon ein Video online, könnt ihr gerne mal reingucken. Ja, und seitdem probiere ich da immer ein bisschen mehr von. Ich habe auch den 18er probiert auf einer Messe, auch richtig schön am Whisky. Wobei ich jetzt sagen muss, also vielleicht müsste man auch die mal direkt gegeneinander vergleichen, aber ich glaube, ich mag den 15er sogar noch einen Ticken lieber. Ja, so, ich muss jetzt auch einfach mal aufhören hier zu schwärmen. Außer vielleicht nochmal guckt euch die schöne Box an, die es dazu gibt. Sieht auch ganz nett aus. So, genug geschwärmt. Wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder noch lieber ein Abo. Unterstützt hier den Kanal ein bisschen, das würde mich freuen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, reingehauen.